Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Das bedeutet, dass es wieder neue Videos gibt. 2 Wochen gab es keine Videos und jetzt gibt es wie gewohnt wieder ein Video pro Woche. Ich freue mich, dass ich direkt mit dem Lesemonat zurück bin, denn ja, ich habe im Urlaub ein bisschen gelesen. Ich hätte mich über mehr Gelesenes gefreut, realistisch gesehen. War das aber schon ganz schön viel dafür, dass ich mit der Familie unterwegs war und man da eben doch weniger Zeit hat, als man sich doch eben vornimmt. Und ja, vor dem Urlaub hatte ich das Video für das Sommer Booktube Camp gedreht. Da haben mehrere BooktuberInnen mitgemacht und mein Video hat eben das Thema behandelt, dass ich eben meine Koffer packe und Bücher mit in den Urlaub nehme. Und diese Bücher, das waren 12 Stück an der Zahl. Ich weiß, das ist ganz schön viel. Ich glaube, am Ende habe ich 10 mitgenommen. Ich glaube, ich habe mich von 2 trennen können. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich habe 4 Stück gelesen, also ich habe 4 Bücher von den mitgenommenen Büchern gelesen. Jetzt fragt man sich, gut, so viele Bücher mit in den Urlaub, das ist Quatsch. Da ich kein Kindle habe und mich bisher so ein bisschen gesträubt habe dagegen, bleibt es nicht aus, dass ich mich eben doch freue, eine Auswahl zu haben und diese Auswahl auch mit dabei zu haben. Wir sind mit dem Auto gereist, deswegen war das auch eher unproblematisch, platztechnisch. Nichtsdestotrotz hätten natürlich auch viel weniger Bücher gereicht. Aber ich beginne jetzt mal direkt und erzähle euch, welche Bücher ich gelesen habe, welche Bücher ich beendet habe. Und insgesamt kann ich euch jetzt schon sagen, dass das eher eine enttäuschende Geschichte war, das Ganze. Also das lesetechnisch, die Geschichte meine ich damit. Und damit habe ich nicht gerechnet, weil das eine oder andere Buch dabei war, wo ich doch schon Hoffnung hatte, dass es mir gut gefallen könnte. Und ich beginne direkt mit einem Buch, was ich schon vor dem Urlaub angefangen hatte zu lesen. Das ist von Alex Michaelides, Die verschwundenen Studentinnen. Und ich hatte zuvor ein Buch von Alex Michaelides gelesen. Ich habe die Bücher übrigens, also ich habe ja 4 Bücher gelesen und 3 davon fand ich wirklich leider sehr, sehr schlecht und die durften dann auch dort bleiben. Also da gab es so einen Bücherschrank im Urlaub, wo wir waren und ich habe die Bücher zum Teil entweder da gelassen oder in den Airbnb-Wohnungen, wo wir waren und wo es dann eben auch Bücherregale gab und ich habe die dann einfach dazu gelegt. Es hatte keinen Sinn, die wieder mit zurückzunehmen, heißt, wir hätten auch wieder weniger Gepäck. Genau, ich habe zuvor Die stumme Patientin von Alex Michaelides gelesen, das ist schon eine Weile her. Das war sein Debüt und ich war total begeistert. Das war ein Thriller, der mich wirklich gut entertainen konnte. Ich hatte einen Moment, wo ich dachte, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Also das waren wirklich so Situationen in der Geschichte drin, die einen Thriller für mich als gut auszeichnen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, von diesem Mann werde ich auf jeden Fall noch mehr lesen, wenn der noch mehr Thriller rausbringt. Und das habe ich dann auch direkt getan, als ich gesehen habe, dass es einen neuen Thriller von ihm gibt. Und der wurde auch als Bestseller betitelt und ja, heißt natürlich nicht immer was, aber ich habe mich trotzdem mega darauf gefreut, habe mir das Buch besorgt, habe schon hier angefangen, es zu lesen und ich bin echt gut in die Geschichte reingekommen, muss aber sagen, dass ich schon während des Urlaubs bei der Hälfte gedacht habe, boah, das wird jetzt ganz schön zäh und irgendwie langweilt es mich. Und das hat sich dann leider auch bis zum Schluss gezogen. Das Buch hat von mir 2 Sterne bekommen und ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es hier geht. Es geht hier um die Protagonistin Mariana, die ein schweres Schicksal zu tragen hat. Sie ist Therapeutin, Gruppentherapie ist ihre Spezialität und sie hat eben eine Vergangenheit, die schwierig ist. Ihre Mutter ist Engländerin und ihr Vater ist Grieche. Sie ist zum Teil in Griechenland aufgewachsen. Das war für mich auch nochmal so ein Punkt, der mir das Ganze so ein bisschen schmackhafter gemacht hat. Der Autor hat übrigens auch griechische Wurzeln und deswegen mag ich das, wenn da immer so griechische Referenzen auch drin sind. In dem Fall hat es mich leider ein bisschen gestört. Naja, auf jeden Fall ist Mariana Gruppentherapeutin und hat aber auch ihre eigene Geschichte, die sie tragen muss und davon erfahren wir immer mal wieder was. Und eines Tages ruft sie ihre Nichte aus ihrer Universität an, ich glaube, sie studiert in Oxford, und erzählt ihr, dass ihre Mitbewohnerin tot aufgefunden wurde. Und Mariana macht sich sofort auf den Weg und ja, möchte gucken, was da los ist. Und es stellt sich schon schnell heraus, dass einer der Dozenten ja, unter Verdacht steht ein bisschen, weil der mit den Studentinnen dort sehr viel Kontakt hat, also mit verschiedensten Studentinnen. Der hat eine Gruppe ins Leben gerufen von verschiedenen weiblichen Studentinnen, die eben
ja, die er für besonders, aus verschiedenen Gründen als besonders sieht und die eben seinen Unterricht auch verfolgen. Und das Ganze soll wohl so ein, es ist keine Sekte, aber wie es halt immer bei Gruppierungen ist, hat es einen Sektencharakter. Das hat uns zumindest der Klappentext suggeriert und ich muss sagen, ja, was soll ich sagen? Also ich kann jetzt, ich versuche mal kurz auf die Punkte einzugehen, die mir wirklich gar nicht gefallen haben, ohne zu spoilern. Zum einen erfahren wir sehr viel über Mariana. Über das ganze Buch hinweg ist sie und ihre Geschichte der Mittelpunkt. Das ist wirklich der Mittelpunkt und hinzu kommt, dass wir immer mal wieder Stücke aus der griechischen Mythologie mitbekommen. Und das stört, weil es irgendwie so willkürlich wirkt. Also man hat das Gefühl, dass der Autor sein Wissen über die griechische Mythologie damit reinbringen möchte und unbedingt mit diesem Thriller verweben will. Und das funktioniert für mich nicht. Das hatte irgendwie was sehr Unauthentisches. Das hat mir zum einen überhaupt nicht gefallen. Zum anderen habe ich nicht verstanden, wie das Schicksal von Mariana so an dieser Thriller oder an dieser anderen Geschichte gekoppelt ist. Das muss man natürlich zu Ende lesen, um dann da nochmal drüber zu resümieren. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren für die Leute, die es gelesen haben. Wie seht ihr das? Und die Auflösung war so absurd und so abrupt. Das Buch hätte locker nochmal 100 Seiten vertragen, um in den Fall einzutauchen, aber nicht, um Marianas Geschichte weiterzuerzählen. Und so abrupt dieses Ende, also das hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht. Der Autor bringt immer wieder psychologische Elemente rein, die mir bei der stummen Patientin sehr gut gefallen haben und die hier für mich in vielerlei Hinsicht keinen Sinn gemacht haben. Das war wie aus dem Lehrbuch kopiert. Also es hat sich so angefühlt, als ob er einfach, also ich habe mich gefühlt, als ob ich gerade ein Sachbuch lese zwischendurch und einfach Passagen über therapeutische Maßnahmen lese. Es hat mir wirklich nicht gefallen. Leider, leider. Und ich war guter Dinge und ich neige ja auch dazu, wenn ich einen Autor schon mag von vornherein, weil ich schon was Gutes von dem gelesen habe, dass ich dann ja versuche auch noch das Gute in dem Ganzen zu sehen und das ist mir hier so schwer gefallen, auch oder obwohl diese ganzen griechischen Elemente noch mit dabei waren. Leider ein Reinfall und ja, deswegen konnte das Ganze nur 2 Sterne für mich bekommen. Die Grundgeschichte fand ich okay, deswegen noch 2 Sterne, hätte vielleicht sogar noch weniger verdient, ich weiß es nicht. Also es hat auch an Spannung gefehlt, für mich war das auch kein richtiger Thriller, es war mehr so ein Spannungsroman, würde ich jetzt behaupten, genau. Das nächste Buch, worüber ich mit euch sprechen möchte, das ist von Chip Cheek, Tage in Cape May. Und ich habe dieses Buch nicht in physischer Form hier, hab ich ja bereits erwähnt, dass ich die Bücher in Frankreich gelassen habe. Und das Buch habe ich im Rahmen eines Wanderpakets ergattert. Ich fand, dass die Geschichte wirklich richtig gut klang und ich hatte richtig, richtig große Lust darauf. Habe auch angefangen zu lesen und war dann auch irgendwie schon drin. Und ich muss auch sagen, es war leider auch eine Enttäuschung. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es hier geht. Das Ganze spielt in den 50er Jahren und wir haben auch so den 50er Jahre Vibe, zumindest was dieses Pärchen angeht, was wir kennenlernen. Dieses Pärchen ist frisch verheiratet, ich glaube gerade mal Anfang 20. Die beiden haben sich während der Schulzeit kennengelernt. Beide sind irgendwie fromm, könnte man jetzt sagen. Vor allem der Protagonist, ich habe jetzt auch deren Namen vergessen. Man merkt, dass die relativ unschuldig in die Ehe gehen, weil ja, sie hatten auch vorher noch keinen Geschlechtsverkehr, bevor sie geheiratet haben und das passiert dann eben während der Flitterwochen und die Flitterwochen verbringen sie in Cape May in dem alten Haus von der Tante der Protagonistin, die eben nicht mehr lebt und die Protagonistin hat eben ihre Sommerurlaube immer in Cape May verbracht. Die zwei sind ja sehr oder gehen sehr beklommen miteinander um. Also man merkt, dass deren Umgang irgendwie komisch ist, obwohl die sich lange kennen. Aber dadurch, dass die sich jetzt gerade sexuell näher kennenlernen, ist das Ganze etwas schambehaftet. So wird es zumindest anfänglich oder dem Leser oder den Leserinnen suggeriert. Und wir lernen eben die beiden im Rahmen der Flitterwochen kennen und sie fangen an, sich zu langweilen, haben eigentlich auch gar keine Lust mehr da zu bleiben und entscheiden dann nach einer Woche oder so, dass es dann Zeit ist, wieder zurück nach Hause zu fahren, wo sie dann eben ihr Leben richtig beginnen wollen. Allerdings sehen sie dann, oder einen Tag vor der Abreise lernen sie dann, oder sie lernen nicht jemanden Neues kennen, sondern unsere Protagonistin
begegnet einer Dame oder einer jungen Dame, so Mitte 30, die sie von früher kennt, die eben auch ihre Urlaube dort in Cape May verbracht hat. Die beiden mochten sich eigentlich gar nicht so gerne, beziehungsweise die Protagonistin mochte diese Person nicht so gerne. Aber irgendwie kommt es dann doch dazu, dass die zu einer Party eingeladen werden und das Ganze ist dann irgendwie feucht fröhlich. Also die beiden lassen sich mal endlich gehen und trinken und sind ausgelassen. Ja, und so stellen sie fest, dass es vielleicht doch ganz lustig ist, dort zu bleiben und mit diesen Party-People ja, den weiteren Urlaub zu verbringen. Und es ist dann eben so, dass die beiden eine Wandlung durchmachen, also eine, mit der man eben nicht gerechnet hätte. Soweit, so gut. Ich kann euch jetzt auch genau sagen, was mir eben überhaupt nicht gefallen hat. Diese Wandlung, die ist für mich auch null authentisch gewesen. Zum einen wird hier so viel über Sex gesprochen, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und es ist ganz oft fehl am Platz. Es werden Dinge aufgerollt, die natürlich oder vielleicht in den 50er Jahren natürlicher waren, eben die Rolle der Frau und dass der Mann eben, wenn er betrügt, dass das irgendwie gerechtfertigter ist, als wenn die Frau das tut. Das sind dann so Klischees, die hier so ein bisschen aufgerollt werden. Und auf der anderen Seite ist es einfach so langweilig. Es ist so langweilig. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwas passiert und es passiert de facto gar nichts. Und dann passiert dann am Ende was, was ich überhaupt nicht spannend fand. Und dann gibt es dann noch eine finale Zusammenfassung der Geschehnisse, die nach diesem Urlaub passieren. Das heißt, es gibt so eine Zusammenfassung von dem Leben dieser zwei Menschen in den nächsten 40 Jahren. Oh, und das war so schrecklich. Ich weiß nicht, es hat mir überhaupt nicht gefallen, hat auch 2 Sterne von mir bekommen. Wenn ich jetzt so drüber spreche, denke ich mir so, gut, es hätte auch nur 1 Stern verdient. Also tatsächlich auch leider ein Flop, musste auch in Frankreich bleiben und ist jetzt keine besondere Empfehlung von mir. Zu einem Buch, was mir ganz gut gefallen hat. Es hat sogar 4 Sterne bekommen und das war so ein kleiner Lichtblick. Ich werde jetzt nach dem Buch über das Buch sprechen, was wahrscheinlich am meisten Gesprächspotenzial bietet. Und da komme ich aber gleich zu. Deswegen komme ich erstmal zu dem Buch, was mir gut gefallen hat, von Elia Barcello, Töchter des Schweigens. Und ich habe damit gerechnet, dass es mir gefällt und ich bin froh, dass es mich nicht enttäuscht hat. Die Geschichte spielt auf 2 Zeitebenen. Wir haben die Zeitebene in den 70er Jahren und die Zeitebene im Jahr 2007. In den 70er Jahren lernen wir 7 junge Frauen kennen, die in Spanien leben und gerade ihr Abitur machen. Und denen steht die Zukunft vor der Tür. Sie können wirklich alles machen und freuen sich auf das Leben, auch wenn jede Frau auch ihre Geheimnisse und Problemchen hat, aber trotzdem sind alle aufgeregt und glücklich und wollen sehen, was das Leben zu bieten hat. Und dann passiert etwas sehr Schicksalhaftes, was das Leben dieser Frauen durcheinander bringt und was deren Schicksale auch einfach in eine andere Richtung lenkt. Und dann haben wir die Zeitebene im Jahr 2007, wo sich die Frauen nach 30 Jahren wieder treffen und alle zusammen sind. Und das meiste bekommen wir aus der Sicht von Rita mit, Margarita, die eben nach diesem Vorfall nach London gezogen ist und mittlerweile eine sehr bekannte Filmregisseurin geworden ist. Die Frauen treffen sich und wir erfahren im Wechsel zwischen den Ebenen, was in den 70er Jahren damals passiert ist. Gleichzeitig erfahren wir auch in der Gegenwart, was aus den Frauen geworden ist, was aus ihren Träumen geworden ist und was diese schicksalhafte Nacht mit ihnen gemacht hat. Was ich sehr schön fand, ist, dass es ja auch noch eine Liebesgeschichte gibt, mit der ich nicht so ganz gerechnet hätte, auch wenn da sehr viele traurige Elemente mit reinspielen. Aber ja, das war ganz schön und die Sprache hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Das Ganze war sehr eindrücklich. Ich konnte mir die Gegend gut vorstellen. Ich konnte mit den Erinnerungen von Margarita gut umgehen. Und ich wusste nicht, was mich für ein Genre erwartet. Ich wusste nicht, ist es jetzt ein Spannungsroman? Ist es eine Familiengeschichte? Und ich kann es immer noch nicht ganz kategorisieren. Also, es ist eher eine Enthüllungsgeschichte, würde ich sagen, die Leben der Frauen durchleuchtet und das einfach nochmal auf eine sehr interessante Art und Weise. Es ist eher unaufgeregt. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein Spannungsroman ist, auch wenn hier was enthüllt wird, was sehr spannungsreich ist und
Es hätte auch ein Thriller werden können, ist es aber nicht, wirklich nicht. Es hat mir einfach unheimlich gut gefallen und diese unaufgeregte Sprache, die Schicksale der Frauen und vor allem Rita haben mir einfach sehr gut gefallen. Deswegen waren das von mir 4 Sterne, kann ich auf jeden Fall ruhigen Gewissens weiterempfehlen. So, und jetzt komme ich zu einem Buch, was ich leider nicht ruhigen Gewissens weiterempfehlen kann und ich werde nicht lange drum herum reden. Es geht um Lieses Bit und es schmilzt. Und der ein oder andere hat hier mitbekommen, dass ich mit den Bookfriends bei unserem Live-Book-Talk, wir hatten über das Buch gesprochen, Maike hat es zu dem Zeitpunkt gelesen und fand es wirklich überhaupt nicht gut. Und dann hat sich ein Grüppchen zusammengetan, was ich gedacht hat, okay, wir lesen das und gucken, was ist denn daran so kontrovers. Diese Gruppe, die bestand aus Anja von den Bookfriends, Sarah Sophie, Sarah von Alice im Bücherland und Basti von Belletristik, Basti und mir. Und wir haben das Buch gemeinsam gelesen. Es war eine wirklich sehr interessante und spannende Leserunde. Und ich kann euch sagen, schaut euch gerne das Video von den Bookfriends an. Da ist schon der Lesemonat raus, da redet Anja ein bisschen drüber. Und ich weiß nicht, ob das Video, also ich glaube, ja, ich weiß nicht, wann das Video der Booktalk zu dem Buch hochgeladen wird, aber die Mädels haben auch das bereits gedreht, soweit ich das mitbekommen habe. Und da könnt ihr auch nochmal mehr Details erfahren. Hier kommt jetzt erstmal meine Meinung zu dem Buch. Wir sind mit dem Buch gestartet und ich muss sagen, ich war erstmal total drin. Ich habe wirklich gedacht, das könnte ein 4-Sterne-Buch für mich werden. Wir haben auch im Austausch festgestellt, dass wir alle so ein bisschen angetan sind. Der eine mehr, der andere weniger. Der andere hat länger gebraucht, um reinzukommen. Und der andere weniger. Aber für mich, ich bin direkt in die Geschichte reingekommen. Und ich muss sagen, mir ist direkt aufgefallen, dass Lieses Bit eine unfassbar gute Art hat zu schreiben. Vor allem so, dass man sich die Dinge sehr gut vorstellen kann. Also wir befinden uns hier in einem Dorf. Wir haben hier 2 Zeitebenen, in denen das Ganze spielt und unsere Protagonistin heißt Eva. Eva ist lange nicht mehr in ihrem Heimatdorf in Belgien gewesen. Sie lebt jetzt mittlerweile, ich glaube, in Brüssel und bekommt aber eine Einladung und beschließt, dann in das Heimatdorf zurückzufahren, wo sie jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre nicht mehr war. Und in ihrem Auto oder in ihrem Gepäck im Auto hat sie einen Eisblock, den sie mitnimmt. Wir haben die 2 Zeitebenen und wir lernen Eva zum einen in der Gegenwart kennen, wie sie eben in Richtung Heimat fährt und dann auch dann irgendwann dort ankommt. Und wir lernen Eva in Anfang der 2000er kennen, wie sie eben in diesem kleinen belgischen Dorf aufwächst, ihre Probleme mit der Familie, die wirklich problematisch sind. Da werde ich aber nicht näher drauf eingehen, das muss man dann eben beim Lesen herausfinden. Und sie hat 2 Freunde, 2 männliche Freunde, die 3 bilden ein Trio. Man muss dazu sagen, dass das eben nicht ganz freiwillig passiert ist, weil dieses Dorf sehr klein ist und sich eben noch nicht mal eine Grundschulklasse finden konnte und die 3 eben die einzigen ihres Jahrgangs sind und sich so gezwungenermaßen zusammenfinden. Und das merkt man auch in ihren Beschreibungen und dieser Geschichte. Und man kann schon sagen, dass deren Freundschaft am Anfang bestimmt ganz unschuldig und nett war. Und im Laufe der Zeit, während sie in die Pubertät kommen, ändert sich die Dynamik in der Gruppierung. Ich will gar nicht mit diesem Wort toxisch um mich schmeißen, aber ich finde jetzt kein Wort, was diese Beziehung besser umschreibt. Wir lernen Eva in dieser Umgebung kennen und merken auch ganz, ganz schnell, dass sie wenig Bezugspersonen hat. Sie hat Geschwister, die aber auch in ihrem eigenen Struggle sind und die es schwer haben. Und das ist so die Grundgeschichte und ich kann euch sagen, Evas Schicksal hat mich schon berührt. Also man konnte sich sehr viele Dinge sehr gut vorstellen. Vor allem ihre Schwester Tessia hat mich berührt. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das zieht mich weiter in den Bann, das Buch, gerade wegen der Schwester auch. Und ich fand viele Metaphern toll. Und ich wollte die ganze Zeit konstant wissen, worauf läuft das Ganze hinaus. Ja, und dann haben wir ungefähr 400 Seiten gelesen und wir wussten immer noch nicht, was der große Knall ist, weil darauf haben wir gewartet. Wir wussten so ein bisschen von Maike, dass es da einen großen Knall gibt. Der war dann auch nach 400 Seiten noch nicht erreicht. Das war für mich auch immer noch in Ordnung, auch wenn das Ganze sehr düster war. Aber ich habe mir irgendwie eine Moral erhofft oder gedacht, dass es da irgendwas hinausläuft, was für mich Sinn ergibt. Und
nach 400 Seiten, wir hatten noch, ja, noch 100 Seiten vor uns, kam dann der große Knall. Und obwohl ich wusste, dass es etwas geben wird, was mich schockieren könnte, war ich nicht darauf vorbereitet, also ich war nicht auf das vorbereitet, was uns dann hier serviert wurde. Ich finde, das war eine der schlimmsten Szenen, die ich jemals in einem Buch gelesen habe. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht viele oder nicht nach Büchern greife, die schlimme Szenen haben. Aber natürlich kommt es auch mal vor. Ich kann da zum Beispiel Ein wenig Leben von Yanagihara erwähnen. Da gab es auch viele Momente, wo ich schlucken musste, wo ich das Buch zur Seite legen musste, aber nicht so, wie es in diesem Buch war. Ich habe damit nicht gerechnet. Das war für mich wirklich ein Schockmoment und ich musste nach der Hälfte der Szene das Buch weglegen, mich sammeln. Dann habe ich weitergelesen, habe wirklich nur drüber gelesen, ich konnte nicht im Detail lesen und ich hatte dann den Rest des Abends schlechte Laune. Das hatte mich so mitgenommen und es ging den anderen LeserInnen ähnlich. Ich finde, das ist ein Unding, dass man dieses Buch ohne Triggerwarnung in eine Buchhandlung, in die Romanabteilung stellt. Also für mich braucht dieses Buch unbedingt eine Triggerwarnung, weil Menschen, die eventuell Ähnliches erlebt haben und das dann ohne Vorwarnung lesen, das muss so ein Schock sein. Ich habe nicht damit gerechnet. Man erwartet, dass, selbst wenn ich Maikes Warnung nicht gehabt hätte, hätte ich erwartet, dass sich da irgendwas zusammenbraut. Also man merkt schon, das Ganze, das spitzt sich irgendwie zu, aber nicht so. Und deswegen war dieses potenzielle Buch, was, also potenziell 4-Sterne-Buch, ist für mich ein mittlerweile 2-Sterne-Buch geworden, weil es mehrere Aspekte gab, die mich dann wirklich aufgeregt haben. Zum einen hat mich aufgeregt, dass es diese Triggerwarnung nicht gab. Zum anderen war es eben so, dass diese Szene für mich in dieser Heftigkeit für dieses Buch nicht nötig gewesen wäre. Vielleicht mit einer Triggerwarnung und dann hätte ich mir definitiv überlegt, ob ich das lesen möchte. Aber das war ein Aspekt, der mich echt sauer gemacht hat. Ich finde das Ende nicht angemessen. Mir fehlt die Moral. Und es sind so viele lose Enden für mich übrig geblieben, vor allem in den Charakteren. Es geht noch nicht mal um eine bestimmte Handlung, sondern es geht darum, dass wir als LeserInnen nicht verstehen, warum so gehandelt wird, weil wir die Charaktere nicht zu Genüge kennenlernen. Wir lernen eben nur Eva kennen und ein bisschen am Rande eben ihre Schwester und die Familiensituation, aber wir lernen die anderen Charaktere, die bestimmte Handlungen vollführen, nicht kennen, sodass wir verstehen, warum die Dinge passieren und warum die Dinge so ausarten. Das ist für mich unbegreiflich und ein krasser Minuspunkt und deswegen sind das für mich 2 Sterne. Ich kann es nicht ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Wenn man sich darauf vorbereitet und weiß, ja, diese Triggerwarnung bekommt, dann lasst euch darauf ein, wenn ihr das möchtet. Aber ich kann aus dem Buch nichts ziehen. Ich war wirklich sauer und wütend und das habe ich selten bei Büchern. Ich bleibe hier immer relativ differenziert, was meine Rezensionen angeht, aber hier muss ich echt sagen, es war auch keine Beeinflussung. Man denkt ja auch manchmal, wenn man zusammen liest, dass es so eine gegenseitige Beeinflussung ist, vielleicht ein bisschen, dass man sich dann hochschaukelt in den Meinungen. Aber wir hatten schon unsere individuellen Meinungen und diese Szene war für mich ein No-Go. Nicht, weil es nicht erlaubt ist, solche Szenen zu schreiben. Wir haben auch dann darüber gesprochen, wie es ist, dass es gibt nicht nur schöne Momente im Leben und es gibt auch Momente, die sehr grausam sind. Aber ohne dieses Buch müsste einem anderen Genre zugehören oder sowas. Ich weiß es nicht. Also vielleicht kann ich das auch gar nicht so richtig auf den Punkt bringen. Vielleicht sehen das auch andere anders. Das mag sein. Für mich persönlich, ich mit meiner zarten Seele, keine Ahnung, konnte das nicht ab. Also wie gesagt, mir fällt es eh schwer, so schlimme Szenen zu lesen. Ich halte mich fern von solchen Büchern, soweit es geht. Manchmal passiert es dann trotzdem. Aber dann wünsche ich mir zumindest, dass dann noch irgendwie eine Moral kommt, die, mit der ich leben kann. Eine ausgleichende Gerechtigkeit, irgendwas. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es probieren wollt. Von mir ist es keine Empfehlung.
Ja, das dazu. Und wenn ihr mehr über dieses Buch erfahren wollt, dann schaut mal bei den Bookfriends vorbei. Ich denke, dass in der nächsten Zeit, wenn es noch nicht passiert ist, der Booktalk hochgeladen wird. Ich werde mir den sofort angucken, wenn es soweit ist. Ich denke, dass die dann auch einen Spoiler-Teil machen werden. Und ja, deswegen, es bleibt nichts anderes zu sagen. Für mich war das leider, ich kann nur nicht mal sagen, dass es ein Flop war, weil alles, was auf das Buch zuging, also die Sprache und alles, das hat mir gut gefallen. Und diese letzten 100 Seiten haben für mich alles kaputt gemacht. Und ja, nicht mein Buch am Ende des Tages gewesen. Und deswegen, ja, leider, leider nur 2 Sterne und keine Empfehlung von mir. Ihr Lieben, das war's. Ich habe jetzt über 4 Bücher gesprochen. Es waren 3 Enttäuschungen dabei. Ein Buch, was mich wirklich bis ins Mark erschüttert hat. Und wirklich, das hat es wirklich, Nee, einfach nee. Und ein Buch, was ich sehr, sehr gut fand. Erzählt mir doch gerne, wie es bei euch ist. Erzählt mir gerne was über die Bücher, falls ihr die auch gelesen habt, ob ihr die kennt, ob ihr meine Meinung teilt, ob ihr anderer Meinung seid, was ihr im Sommer gelesen habt, ob ihr Bücher dabei hattet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über eure Meinung freuen und gehe wie immer gerne in den Austausch mit euch. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video nächste Woche wieder und ich sage einfach mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben.